Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Transport Fever. Und wir fahren hier mit einer Kogge mit. Und diese Kogge sagt uns, es ist Betrieb auf den Schiffen. Auf diesem Schiff hier alleine 47 Personen. Auf den anderen ist noch nicht so viel los. Nehme ich jetzt mal an. 11 sind hier auf dem Schiff. Die sind auch 11. Die sind auch 11. Und hier wartet gerade einer und hier hinten 16. Es warten wieder 2. Genau. Wir wollten heute den Fahrzeugersatz ganz schnell umstellen. Fahrzeug wählen, und zwar diesen hier. Okay. Fahrzeug wählen, diesen, okay. Fahrzeug wählen, diesen, okay. Also. Nee. Fahrzeug wählen, diesen, okay. Ja. So. Ist der dann auch auswählt? Ja, ne? Genau. Hier haben wir auch schon. Ja, genau. Genau, hier müssen wir noch machen. Schnell, 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 bevor sich die alle hier selbst, haben wir schon. Fahrzeug wählen, der hier. Und es immer runterrutscht, frage ich mich. Mal kurz das scrollen. Oh, ich mag es nicht. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Ja, aber noch nicht. Zack. Und zack. Und zack. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier unten noch ein paar Busse. Also was heißt Busse? Der hier, ach, den hat man gerade, und den hier. Automatischer Fahrzeugersatz. Zack. Auf ja. Genau, hier sind noch keine Busse eingesetzt und darum kümmern wir uns auch heute. Nämlich der Nahverkehr von diesen X und diesen wunderschönen Örtchen. Ich würde dann hier noch eine Straße rüber, oder? Dieser Bau ist nicht möglich. Ist er auch nicht. Das hat mich jetzt gewundert. Okay. So, Linien. Wir haben ja eine Linie. Und zwar diese. Da müssen in das Tool noch ein paar Haltestellen hinzufügen. Beziehungsweise mal so ein Teil hier. Ein großes wahrscheinlich. Wir nehmen mal ein großes. Ja, wir tun es mal auf die Seite. Mal sehen, was noch kommt. Zack. Da fahren wir dann einmal hier oben rum. Sozusagen ist nach dieser Haltestelle. Warum werden die blöden Zahlen mir nicht hier gerade angezeigt? Haltestellen zufügen. Die 8 ist da. Wenn wir die 8 hier vorverlegen. Sozusagen hier hin. Da kommt die 8 hin. Dann machen wir oben noch einen hin. Zack. Haltestellen hinzufügen. Die 8 weg. Dann kommen wir jetzt hier. Zack. Genau. Zack. Zack. Und fertig.
So kann das bleiben. Finde ich gut. Heute tun wir da hier noch ein paar Straßenfahrzeuge. Und ich möchte mal gern die Trams ausprobieren. Die Trams hatten wir bisher noch nicht. Zack. Dann müssen wir hier die Straße modifizieren mit Tramgleis. Und zwar nur da, wo auch die Linie ist. Die geht hier auch. Dann hier rüber. Und dann hier so raus. Gucken wir mal, ob es angenommen wird. Müsste ja eigentlich angenommen werden, ne? Mehr brauchen wir ja nicht machen. Trams kaufen. Wir haben bisher nur eine Pferdebahn. Na, ich müsste erst mal gucken, wie die ausschaut. Nehmen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Alle zuweisen. Und gucken die prachtvollen Exemplare mal an. Zack. Hier drehen. Und die schauen eigentlich ganz gut aus. Wenn wir die hier mal so angucken, warte mal, ich gehe mal hier, ist gerade eine blöde Perspektive. So ist vielleicht besser. Oh, das ist ein Häuschen. Oh, gucken wir mal, wie die hier ankommen. Die guten Pferdetrams hier. Die guten Pferdetrams. Ist es noch ein bisschen verbuggt oder schaut das so aus? Okay. Wenn das so ausschaut. So. Zack. Screenshot gemacht und jetzt ist das Spiel wieder am Abstürzen. Ich weiß nicht warum. Macht es gerade Steam Update? Nein, es macht kein Steam Update. Es hat ein Steam Update gemacht. Immer zweimal. Da habe ich schon gedacht, das liegt an dem Steam Update. Aber es ist immer wieder hier. Nur mit dem Spiel. Und ich habe nochmal den Einstellen nachgeguckt. Man kann ja in Steam einstellen, ob es hier Spiele aktualisiert. Updates zieht, wenn man gerade im Spiel selber ist. Und das ist aus. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ich muss mich ja hier hochkämpfen auf den Speicher-Button. Spiel speichern. Und zwar hier Alfhausen. Und Alfhausen, das ist jetzt, wir sind im Jahr 71. Und ich speichern wir das mal. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann in der hier nächsten Folge. Zack. Hier funktioniert es jetzt. Warte mal. Ich probiere jetzt mal jetzt live was aus. Fortsetzen. Wenn es jetzt immer noch ruckelt, dann. Warte mal. Kleinen Moment. Rotiere Konstruktion mit den Tasten M und N. Und benutze die Shift-Taste für kleinere Schritte. Okay. Für kleinere Schritte Shift-Taste. Ah, jetzt läuft sie doch flüssig. Schaut mal. Warte, ruckelt das immer noch? Nee. Shift-Taste für kleinere Schritte. Ich tue hier ganz kurz mal mir einen Bahnhof nehmen. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Shift-Taste. Shift. Rotieren mit M und N. Zack, 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 zack. Shift. Den da. Q. Nee. W. R. T. T. Z. U. I. O. Warte mal.
Hast du irgendwas gehört? Nee. P Ü E Ö L K. Warte mal. Was habe ich jetzt gedrückt? L. L für Linien. Okay, da tun wir die Linien öffnen. Gut zu wissen. J H H für Hilfe. Hilfe, ja. Tastenzuweisung. Ja, das brauche ich gerade. Ja, zack, ihr weg. Und H drücken. Kamera, Kamera, Kamera. Zeige Baumenü Gleise. Da kann man das ja irgendwie. Das Ding in der Hand nehmen, irgendwie. Upgrades. Ich suche, wie man diese Bahnhöfe biegen kann. Zeige Baumenü, ja, das ist schön und gut. Hier war gerade mit irgendwas mit Modify. Was habe ich hier irgendwas mit Modify gelesen? Aktiviere Bulldozer, Fahrzeug, Liste ein- oder ausblenden, Stationsliste, ganzen Listen. Mit F-Tasten, schalte Züge, HUD-Filter um, schalte Straßenfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Stationen. Aha, aha, aha. Aha, einkommen. Ach, komm, hier runter, runter, nein. Oh, meine Maus, ey, könnte ich kotzen. Ich könnte kotzen. Warnungen, Liste, Errungenschaften, Optionen, Ein- und Ausblenden, Musikplayer, zack, hier unten, MN, ne. Wie war das? Mit den F-Tasten. Ich nehme mir nochmal ganz kurz hier, zack, F1, 2, 3, ah, das ist das Hut hier oben. Ach